Doch auf dem Weg zum Karatetraining wird Lime, wenige Schritte vor seinem Haus, auf offener Straße verhaftet. Der Untersuchungsrichter war ein kräftiger Mann mittleren Alters, der mich über seine schmale Lesebrille ansah. In Spanien ist der Untersuchungsrichter der ersten Phase einer Strafsache im wahrsten Sinne Richter und Untersuchender in einer Person. Er muss feststellen, ob ein Verbrechen stattgefunden hat, ob es Belege gibt, um die Sache weiterzuverfolgen, oder ob der Beschuldigte freigelassen werden muss. Der Richter überprüfte meine Personalien. Und nachdem wir festgestellt hatten, dass ich der war, der ich war, sagte ich, so ruhig es ging: Ich werde hier seit Stunden ohne Angaben von Gründen festgehalten. Ich hatte keine Möglichkeit, mit einem Anwalt zu sprechen. Seit meiner unberechtigten Festnahme heute Nachmittag habe ich weder Wasser noch Brot bekommen. Meine Familie wird verzweifelt sein, wenn sie nicht vor Einbruch danach erfährt, wo ich bin. Sie antworten im Gericht, wenn Sie gefragt werden. Sonst schweigen Sie. Der Richter schaute in seine Papiere, dann über seine Lesebrille wieder mich an. Am 3. Juni waren Sie in Llanca in Katalonien. Ich konnte das Fragezeichen nicht hören, sodass ich nicht antwortete. Der Beschuldigte muss antworten.